Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Chiara Corona, schönen Freitag. 6 Männer wollten einem vermeintlichen Vergewaltiger eine Abreibung verpassen. Hintergrund: Der Mann stand im Verdacht, ein 14-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben. Der Vater des Mädchens ging dann mit 5 weiteren Kollegen auf ihn los. Sie verprügelten ihn mit Holz- und Eisenstangen. Später stellte sich heraus, der Geschlechtsverkehr geschah einvernehmlich. Die Männer wurden unter anderem wegen schwerer Körperverletzung am Landesgericht Feldkirch angeklagt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. US-Präsident Donald Trump befindet sich derzeit 1,5 Stunden entfernt von Vorarlberg in Davos. Hintergrund ist das Weltwirtschaftsforum, bei dem auch Trump eine Rede hält. Das betrifft auch den Vorarlberger Luftraum, Oberstleutnant Michael Kerschert. Ja, wie jedes Jahr macht das österreichische Bundesheer wieder eine Überwachung des Luftraums über Vorarlberg. Es gibt also eine sogenannte temporäre Flugverbotszone und die wird mit Hubschraubern und mit Radaranlagen überwacht. 350 Soldaten aus Vorarlberg sind im Einsatz. 2 Autos sind am Morgen in Frastanz zusammengekracht. Ein 25-jähriger Autofahrer ist in Nenzing auf die Gegenfahrbahn geraten. Anschließend ist er gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt. Laut Polizei war der 25-Jährige betrunken. 3 Personen wurden bei dem Unfall verletzt. An dem Auto entstand ein Totalschaden. Und bei der Lehrlingsmesse Level Up heute in der Messehalle sind 30 Dornbirner Unternehmen vertreten. An den Ständen können Interessierte selbst ausprobieren, ob ihnen der Job Spaß machen würde. Die Messe geht noch bis morgen um 14 Uhr. Vielen Dank fürs Zusehen und bis Montag.